Wassersteine heißt es. Und zwar legt man einfach das zu seinem Trinkwasser dazu. Hat man halt eine größere Flasche oder so und dann kann man da so Wassersteine hineinlegen. Da gibt es alles Mögliche, zum Beispiel Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall. Das sind die drei beliebtesten. Und diese Steine geben dann ihre wohltuende und positive Wirkung an das Wasser ab. Und wenn man dann das Wasser trinkt, dann hat man also die volle Wirkung von diesen Heilsteinen. Und ich habe da auch noch so EM-Keramik-Snei gemacht. Das sind die kleinen Weißen. Und die energetisieren das Wasser nur ganz besonders. Also das ist gar nicht schlecht. Wer zu Hause besseres Wasser trinken will, energetisiertes Wasser, dem kann man die Wassersteine empfehlen. Die sind auch ziemlich billig. So kosten so 5 oder 10 Euro. Und die heben ein Leben lang. Muss man nur alle, sagen wir mal, alle 2, 3 Monate einmal in die Sonne legen und dann sind die wieder aufgeladen und dann heben die ein Leben lang. Also absolute Empfehlung. Das Wasser ist, das, wo man dann trinkt, ist ein großer Unterschied.